Kronungs will, dass Züge pünktlicher ankommen. Wir verbinden Sensordaten und KI-basierte Algorithmen, um zu sagen, wann muss welcher Instandhalter ins Feld gehen, um eine Wartung durchzuführen. Dadurch werden Inspektionen automatisiert und Ausfälle vermieden. Ich glaube, wir lösen ein echtes Problem. Jeder kennt es, wenn man am Bahnsteig steht, auf den Zug wartet und der einfach nicht kommt. Und wir bauen Produkte, die dabei helfen sollen, das zu verbessern. Und ich glaube, das motiviert das Team. Der andere Punkt ist, wir haben echt gute Leute. Und das ist das, auf was ich auch persönlich am meisten stolz bin bei der Firma. Wir haben Leute von Tesla aus den USA geholt, SAP, Accenture, von den besten Unis, Stanford, Berkeley. Und 16 verschiedene Nationalitäten, jeder bringt verschiedene Perspektiven und es macht einfach Spaß. Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn läuft wirklich gut. Ich glaube, bei allen großen deutschen Unternehmen ist Digitalisierung momentan ganz oben auf der Agenda. Und deswegen werden die Projekte auch mit einem ungewöhnlichen Speed nach vorne getrieben. Und ich glaube auch, dass über die Zeit sich unser Partner an unsere Kultur von der Arbeitsweise her ziemlich stark angepasst hat, was mich total überrascht hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder versteht, wo man hin will und was kurzfristig und mittelfristig wichtig ist. Dafür fahren wir alle zusammen weg zum Skifahren oder zum Surfen und stellen sicher, dass jedem klar ist, wo wir hinwollen. Natürlich hat hier bei Kronungs auch jeder Mitarbeiter selbst Anteile im Unternehmen. Das heißt, jeder ist ein Unternehmer und trifft auch die Entscheidung relativ unternehmerisch und deswegen probieren wir genau so die Kultur aufrechtzuerhalten. Ich glaube, Fehler gehören dazu. Es geht nur immer darum, wie schnell kann man daraus lernen. Und ich glaube, da unterscheide ich ein Startup von einem Großunternehmen. Wir sitzen jeden Montag zusammen und reden darüber, was haben wir erreicht, was lief gut, was lief schlecht, was müssen wir ändern. Und ich glaube, genau diese Iterationsgeschwindigkeit ist wichtig und die müssen wir beibehalten. Also München ist eine großartige Stadt. Ich glaube, hier kann man relativ viel machen, Freizeitaktivitäten, Skifahren, zu Seen fahren. München hat darüber hinaus ein echt starkes B2B-Startup-Netzwerk und Environment mit den Universitäten, die wir haben und auch mit den großen Unternehmen. Wo München besser werden könnte, ist natürlich die Mietpreise und die Lebensunterhaltungskosten. Die gehen stetig nach oben. Und das macht es manchmal schwer, wenn man gerade Leute aus dem Ausland hierher holt, um für die Familien den richtigen Platz zu finden, um die Lebensqualität auf dem gleichen Standard zu halten. Wir wollen, dass 2025 jeder Zug pünktlich ankommt.